So, weitergehen wir beim Let's Play Obscura 2 mit mir, Bums36. Wir gehen zurück zur Story und machen hier weiter. Und wo schaust du hin? Wo schauen die alle überhaupt hin? Ah, da liegt was. Nehmen. Und jetzt sind vielleicht Pistole. Cool. Okay. Wir alles klar. Welcome to Leafmore Beach. Famous for its gravel, empty cans and garbage. Okay, benutzen. Was muss ich denn hier tun? This machine is useless if we don't have a wrecking ball. Okay. Nehmen. Erste Hilfe Set. Okay, alles klar. Aber wo ist die Abrissbinde für den Kran? Öffnen. Sind wir dahergekommen? Ja, nein. Sieht wohl so aus, ja. Also wieder durch die Tür. Noch ein Kran, diese Arbeiter arbeiten sehr diskret. Ja, das bringt ihnen aber hier auch nicht mehr viel. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Nach oben, 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 oben. Oh Mann. Jetzt sind wir oben. Okay, liegt hier was? Ja, ein kleiner Schlüssel. Das ist auch eine Tür zum Öffnen, aber ich wollte wissen, ob hier noch irgendwas liegt. Nein. Dann durch die Tür. Also ich hätte jetzt hier oben Angst, dass hier alles einbricht. Dass der Boden unter mir zusammenbricht. Nehmen. Es wurde abgestimmt, die private Schule Leafmore aufgrund ihres Abrisses zu schließen, erklärte gestern unser Bürgermeister Mr. Hasselhoff, die High School, die 1902 von dem Gebühren Leonard und Herbert Friedman erbaut wurde, hat eigentlich schwere Abwasserprobleme. Ein Expertenteam wurde zur Schule geschickt und fand heraus... Nein! Oh Gott, ich vergesse andauernd, dass man die XTR nicht mehr drücken kann wie im ersten Teil. Lalala, egal. Dann machen wir es halt eben wieder so. Öffnen es hier nochmal. Fand heraus, dass der Keller der Schule unter Wasser stand und es dort eine Art Parasitenbefall gibt. Eltern nahmen die Gelegenheit wahr, um auf das unerklärliche Verschwinden von Studenten von dem Internat aufmerksam zu machen. Es ist nicht akzeptabel, das Leiden dieser Eltern zu ignorieren, erklärte Mr. Craig, der Vater eines der Opfer. Er ist der Meinung, dass das Vertuschen dieser Angelegenheit für viele Herrschaften höherer Stellen vorteilhaft scheint. Okay. Nehmen. Okay, Munition, schauen Regale, die nur zum Teil mit Büchern gefüllt sind. Nehmen, kaputt schlagen,
nehmen, kaputt schlagen. Kann ich hier nicht aufladen, auch verdammt. Stirb, du scheiß Gegner. Stirb. Stirb. Danke. Oh mein Gott. Benutzen. Eine Tür zum Öffnen nehmen und kaputt schlagen. Krufti? Ja, nur weil ich so angezogen bin, oder was? Energy Drink? Nichts drin? Okay, schade. Ich werde sie mal heilen. Und speichern. Ja, ich möchte die Blume berühren. Lief mit Speichern hier. Erfolgreich gespeichert. Gut. Warum bist du eine Blondine? Okay, egal. Ja. Öffnen. Die Tür ist blockiert, also können wir nur hier durchgehen. Nach unten. Nach unten. Wo sind wir denn jetzt? Oh Gott, nein. Was ist da? Was ist da? Wehren, 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 wehren. Für die hast du deine Pistole zu verschossen? Also wirklich. Nehmen. Dynamit. Na toll, was ich... Erinnert euch noch an den ersten Teil, da musste ich doch hier mit so einem komischen Serum da rumlaufen, einem Mikroskop, das eine unsichtbare positive Lebensart zeigt. Also dieses komische Ding, um was kaputt zu machen, genau. Ein wunderschönes Möbelstück, das so bestimmt ist, später mal als Sancho benutzt zu werden. Interessant. Nämlich gar nicht. Und der hat unsere ganze Munition verschossen, das ist super. Dann nimm das wieder raus und das Dynamit am besten nimmst du auch erstmal raus aus deinem Inventar. Und kriegst erstmal das hier. Schauen, dieser Krater entsteht durch eine ziemlich heftige Explosion. Aha. Hast du vielleicht hier irgendwie weiterkommen? Geh mal weiter. Nee, hier ist nichts mehr. Entschuldigung. Hä? Was soll ich denn jetzt hier machen? Gar nichts am besten. Ich darf vielleicht das Dynamit dafür. Ah, ha, 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 ha. Ich habe eine Idee. Das Dynamit da unten, dann. Ach Gottchen, ich habe es aus dem Inventar rausgenommen.
Aber es war mit dem Dynamit, machen wir in der nächsten Folge. Also bis dahin. Ciao.